Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy VII und wir stehen vor einem Höhleneingang, hinter uns der Sumpf, in dem Midgard Solom lebt und wir sind mit Hilfe eines Chocobos hierher gelangt, den haben wir wieder freigelassen und jetzt schauen wir mal, was das für eine Höhle ist. Oha. Hat Sephiroth das getan? Ja, Midgard Solom wurde anscheinend besiegt und ja, Sephiroth war da anscheinend schneller als wir. Es gibt ja mehrere Midgard Solums, das heißt, auch wenn diese hier jetzt besiegt ist, wenn wir jetzt wieder rausgehen, ist die Schlange immer noch da. Aber nein, ich wollte eigentlich da rein. Genau, jetzt sind wir in der Höhle und die hat auch einen Namen, das ist nämlich die Mine. Und durch die müssen wir uns jetzt durcharbeiten. Die hat verschiedene Wege. Und sie hat Gegner. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein, da möchte ich noch nicht lang. Wir sollten alle Wege abgrasen, denn in dieser Mine gibt es ein paar nette Gegenstände zu entdecken. Ich muss jetzt erstmal gucken, welcher Weg der richtige ist. Und wir werden ja dann eben auch entsprechend Zufallskämpfe bewältigen müssen. Mir fällt gerade ein, ich sollte das Limit von Barrett wieder auf Stufe 3 setzen, damit wir da weiter leveln können. Ich habe auch das Limit von Cloud mittlerweile schon ein bisschen hochgelevelt. Das von Aeris, die hat ihre zweite Limit-Attacke bekommen, die ich allerdings nicht wirklich nutze. Damit kann man Gegner zum Schweigen bringen. Das heißt, sie können nicht mehr zaubern, aber in der Regel ist für mich ihre erste Attacke heilender Wind wesentlich hilfreicher. Ihr seht schon, diese Gegner, obwohl ich ganz gut gelevelt habe, sind ein bisschen schwieriger zu besiegen. Der eigentliche Bereich, wo ich meine Charaktere wirklich eine ganze Ecke mehr levele, der kommt erst nach dieser Höhle. Also ich mache das immer ganz gerne am Sumpf von Midgard Solom, so lange, bis ich theoretisch die Schlange besiegen kann. Wie gesagt, es sollte mindestens Level 20 sein. Manche sagen auch Level 30 sollte man haben. Es kommt immer darauf an, wenn man diesen Beta-Angriff überstehen will, der uns dann quasi den Gar ausgemacht hat, dann braucht man wahrscheinlich eher so Level 40, keine Ahnung, da muss man HP über die 1000 haben, oder sollte man haben. Mit dem Mindblow kann man das eben umgehen. Eine Gemütskapsel. Die Kapseln habe ich noch gar nicht benutzt. Das ist irgendwie komischerweise bei mir so ein, ja, so eine dumme Angewohnheit, dass ich die Kapseln aufhebe. Oh! Root. Root ist ja einer von den Turks. Die sind auch da. Und oben rechts sehen wir Elena, glaube ich, heißt sie. Werden wir gleich noch erfahren. Wer bist du? Weißt du, wer ich bin? Ja, von den Turks. Nun, wenn du Bescheid weißt, dauert das hier nicht lang. Es ist schwer zu erklären, was die Turks tun. Ja, Entführung, oder? Negativ ausgedrückt. Kannst du das so sagen? Aber das ist nicht alles. Es ist jetzt noch mehr. Mhm. Mhm. Sir? Ja, Elena heißt sie, genau. Ist gut, Root. Ich weiß, du magst keine Reden, also brich dir keinen ab. Elena, dann erklär du es. Ich bin das neueste Mitglied der Turks, Elena. Dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenige sind. Na, wir haben ihn ja nicht umgebracht. Obwohl, deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Außerdem versuchen wir, euch aufzuhalten. Mein Gott, ist die doof. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die uns ständig im Weg sind. Elena, du redest zu viel. Also Zeng haben wir ja auch schon getroffen. Zeng ist ja der aus der Kirche von Aeris. Nee, das war... Doch, war das Zeng? Nee, das war... Reno war das. Ist ja auch egal. Alles Turks. Hallo, Herr Zeng, ja. Es gibt keinen Grund, Ihnen etwas von unserer Order zu erzählen. Entschuldige, Zeng. Ich dachte, ich hätte dir Befehle erteilt. Vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh, ja. Sehr gut. Root und ich werden Sephiroth folgen. Er befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Junon. Elena, du scheinst nicht zu verstehen. Oh, ich... Entschuldigung, ja. Geh, lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl, Sir. Also... Zeng ist anscheinend ein bisschen so der Vorgesetzte. Root und Elena sind Untergebene. Elena ist neu und ist einfach nur noch doof. Ja,
Reno meint, er wollte dich sehen, nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zuneigung mit einer neuen Waffe beweisen. Naja, dann. Aeris, lang nicht gesehen. Sieht aus, als wärst du eine Weile vor den Shinra sicher, jetzt wo Sephiroth wieder aufgetaucht ist. Was redest du da? Soll ich Sephiroth etwa dankbar sein? Nein. Wir werden uns nicht oft sehen. Pass auf dich auf. Klingt komisch, wenn das von dir kommt. Also dann, geh Shinra aus dem Weg. Ich denke, die Turks arbeiten für Shinra, aber anscheinend sind sie eher, ja, wir haben ja gehört, sie werben Leute für Soldier an. Vielleicht ist es so ein bisschen eine eigenständige Gruppe. Und Zeng scheint, Aeris zu mögen. Den Anschein hatte es. Ich möchte jetzt nochmal zurückgehen, da war ja noch dieser andere Weg. Ich dachte nämlich zuerst, dass wir hier den Turks begegnen. Ach so, hier komme ich nicht durch. Oh. Ja, es ist ein bisschen Gerenne in den Höhlen. Es ist kein sehr großer Dungeon. Also, wir haben jetzt schon, glaube ich, den Großteil der Höhlen gesehen. Oh, ich weiß, von denen kann ich etwas klauen. Soweit ich weiß. Nämlich eine Waffe oder eine Rüstung. Eine Waffe, glaube ich, für Tifa. Das heißt, da sollte ich versuchen, mit Aeris zu klauen und die Gegner noch nicht sofort zu besiegen. Aha, die wollen nicht so richtig. Also in dem Moment, wo man Waffen stehlen kann oder irgendwelche wirklich guten Items, da dauert das eventuell mal etwas länger. Ja, jetzt habe ich den einen schon. Mist. Ich versuche jetzt wirklich erstmal das Objekt zu stehlen und den dann komplett platt zu machen. Mega-Handschuh, genau, das war's. Sehr schön. Ja, woher weiß man das? Also, man kann es natürlich einfach ausprobieren. Es gibt auch zahlreiche Guides im Internet. Ich möchte jedem, der Final Fantasy spielt und da vielleicht nicht so 100% fit ist, oder auch jedem, der fit ist und wirklich nichts verpassen möchte, die Seite Final Craft ans Herz legen. Die ist da wirklich gut. Da kann man Infos zu allen möglichen Sidequests finden. Wo finde ich welchen Gegenstand, welche Materia und so weiter. Und, oh, Flammenwerfer ist super. Genau, das ist nämlich ein Feindeskönnen, das Barrett gerade gelernt hat. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Oh. Ja, wirklich Schaden fügen uns die Gegner nicht zu. Wenn ihr jetzt überlegt, wie viele Attacken wir jetzt in dieser Höhle schon eingesteckt haben. Und wenn man sich unsere HP anschaut, das sieht doch noch recht ordentlich aus. Aber in der Mithril-Höhle gibt es eben, ja, Items zu finden. Es gibt auch noch Materia zu finden. Und deshalb ist es schon ganz wichtig, dass man die ordentlich absucht. Wir haben, wie gesagt, schon einen Großteil der Höhle gesehen. Also der Raum, in dem quasi die Turks waren. Dann dieser Bereich mit diesen verschnörkelten Gängen. Und der Ort, wo wir jetzt gerade sind. Ich weiß gar nicht, ob es dann noch einen vierten Bildschirm gibt. Aber viel mehr bieten die Höhlen auch nicht. Ich könnte jetzt natürlich hier auch nochmal versuchen, Gegner zu beklauen. Mal gucken, ob der vielleicht irgendwas hat. Aber wichtig war also der Mega-Handschuh für Tifa. Oh, der hatte einen Äther. Okay, alles klar. Und Barrett hat jetzt wieder mal seine Limit-Attacke aufgefüllt. Wir könnten jetzt zurückgehen und könnten es nochmal mit Midgard Solom versuchen. Oh, Heilung auf Level 2. Das ist super. Das kostet uns dann mehr MP, aber heilt halt auch wesentlich mehr. Da war noch ein Äther. Ein Zelt. Und dann haben wir gerade gesehen, wir können links an dieser Ranke noch hochklettern. Das machen wir auch noch. Genau, da liegt eine Materia Fernangriff. Fernangriff ist eigentlich ganz praktisch. Damit machen wir nämlich aus der hinteren Reihe genauso viel Schaden wie aus der vorderen. Und ich überlege gerade, ob ich den vielleicht Aeris in die Hand drücken soll. Jetzt erstmal noch nicht. Das mache ich dann, wenn ich Waffen oder Rüstungen habe, die ein bisschen mehr Slots für Materia haben. Fernwirkung ist durchaus sinnvoll. Es ist keine schlechte Materia. Aber
Ist jetzt für mich nicht so notwendig. Ja, ich werde dann also jetzt nach diesem Kampf Barrett's Limit Attack wieder auf Stufe 3 anheben. Es ist mit Aeris etwas schwieriger, die ganzen Limit-Attacken zu erlernen. Denn, wie gesagt, man erreicht die nächste Stufe erst, wenn man eine bestimmte Anzahl Gegner besiegt hat. Und zwar nicht mit dem Team, sondern mit diesem einen Charakter. Und Aeris ist ja jetzt kein Charakter, der besonders viele Gegner tötet, weil sie ja eben sehr schwache Attacken hat. Außer ich würde sie mehr zaubern lassen. Sollte ich vielleicht mal tun. Denn sie hat sehr nützliche Limit-Attacken. Also sie kann eben heilen, sie kann Statusveränderungen entweder beheben oder austeilen. Und sie hat im späteren Verlauf eine Limit-Attacke, mit der sie, glaube ich, auch MP heilen kann und oder einen Charakter vollständig heilen kann, irgendwie so. Und es macht durchaus Sinn, sie möglichst hoch zu leveln und sie möglichst schnell hoch zu leveln. So. Jetzt stellen wir das erstmal kurz hier bei Barrett wieder ein. Satellitenstrahl ist das aktuelle. Also Stufe 2 habe ich schon, Granate und Hammerschlag. Das habt ihr jetzt nicht wirklich gesehen. Wird es vielleicht nochmal eine Gelegenheit geben. So. Jetzt laufen wir wieder unten rum. Ja, es ist ein bisschen lästig. Aber wir haben es bald geschafft. So, rennen, umdrehen, genau. Ob das jetzt wirklich viel gebracht hat, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt hier mal ein bisschen mit Zaubern arbeiten, damit wir das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Ich könnte uns auch noch kurz heilen. Wenn ihr euch schon die Kämpfe anschauen müsst, dann wäre es vielleicht ganz schön, wenn die nicht immer gleich ablaufen. Ja. Dann kam es gar nicht mehr zum Heilen. So. Ich hatte übrigens mal gesagt, in einer früheren Folge, dass ich die Gegner Mandragora nicht sonderlich mag. Ich habe dann festgestellt, ich habe mich geirrt. Die Mandragoras sind eigentlich total harmlos. Es ist eine andere Gegnerart in einem Wald, die ich nicht sonderlich mag. Und ich möchte jetzt hier nochmal gerne den Blitzzauber benutzen. Der hat nämlich eigentlich gerade ganz gut funktioniert. Und ich habe die immer für Mandragoras gehalten. Es dauert auch nicht mehr lange, bis wir die kennenlernen. Und dann sage ich euch, wie sie wirklich heißen. Ich komme jetzt einfach nicht drauf. So. Jetzt heilen wir uns nochmal kurz. Mit einem normalen Stufe 1 Heilzauber. Jetzt gerade am Anfang reicht der oft noch aus. Und das ist jetzt auch der letzte Raum in der Mine. In der Mithril-Mine, den wir durchsuchen müssen. Und der ist auch nur ganz klein. Ein Elixier, das ist schon mal nicht schlecht. Und da liegt noch ein Trank. Und das war's dann auch. Weiter geht's hier nämlich nicht. Dann können wir hier jetzt schon nach oben klettern. Und da ist schon der Ausgang. Also alles halb so wild. Ja, und wir sind wieder in der Welt unterwegs. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir sehen hier ein merkwürdiges Objekt. Wir sehen hier Wälder. Und wir wollen nach Junon. Es hat ja geheißen, Sephiroth ist nach Junon gegangen. Und ich versuche euch das jetzt mal so zu zeigen. Junon ist hier. Also da, wo wir jetzt quasi hingucken mit unserem gelben Blickkegel, da ist so ein Punkt an der Halbinsel. Ja, ein Stückchen noch von uns entfernt. Das ist Junon. Da wollen wir hin. Aber vorher gibt es hier noch einiges zu erledigen. Zum Beispiel hier. Das ist also eine Art Statue. Eine Adlerstatue. So sieht es ein bisschen aus. Eine, ich sag mal, Kondor-Statue vielleicht. Denn das hier ist Fort Kondor. Und da kann man eine kleine Mini-Sidequest erledigen. Und das machen wir jetzt gleich. Wir haben Shinra lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Wir sind stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf gegen sie unterstützen? Ja, machen wir. Hört mal, wir wollten euch nicht drängen. Wenn ihr gerade in einer anderen Sache steckt, warum bringt ihr die nicht erst zu Ende? Wo liegt Junon? Das weiß ich, deshalb wir helfen euch. Dann geht nach oben, man wird euch die Einzelheiten erklären. Das ist ein Minispiel, das ja nicht unbedingt sehr kompliziert ist, das aber sehr teuer ist.
wenn man Geld ausgeben will. Man kann das aber auch sehr viel einfacher erledigen und das machen wir. Und zwar auf legitimem Weg, das ist kein Bug oder sowas. Man muss einfach eine Entscheidung treffen und unsere Entscheidung wird lauten, nö, wir geben kein Geld aus, sondern wir machen das Ganze so. Hier unten können wir uns ausruhen und speichern. Das sollten wir vielleicht erst noch tun, bevor wir alles weitere in Angriff nehmen. Ich versuche das jetzt auch möglichst zügig zu machen, denn... Achso, darf ich noch gar nicht übernachten? Okay, dann speichern wir eben nur. Denn dann schaffen wir das vielleicht noch in dieser Folge. Ich könnte vielleicht auch mal meine Charaktere wieder in die vordere Reihe stellen. Dann machen sie auch wieder mal ein bisschen mehr Schaden. Das ist ja noch von Midgard Zulum gewesen. Ah, Moment. Dann möchte ich eigentlich doch bei der Materia... Ja, Gewitter, alle möchte ich eigentlich behalten. Eigentlich möchte ich auch Raub behalten. Naja, gut. Ich gebe mal Fernangriff ab. Und ich gebe Genesung mal ab. Und alle... Gib ihr stattdessen Raub und... Ja, die einfache Genesung, machen wir es mal so. Den Chocobo-Köder brauchen wir nicht mehr, den können wir ablegen. So. Ja, Fort Condor ist also eine kleine, ja... Sicherheitseinrichtung oder beziehungsweise ein kleines Fort eben. Hätte nie gedacht, dass es jemand bisher schafft. Deine Augen sind anders, wie dem auch sei. Nicht mehr lang, dann tobt hier eine Schlacht gegen Shinra. Ihr solltet lieber abtauchen, bevor ihr reingezogen werdet. Wir wollen ja eigentlich mitkämpfen. Shinra, was wollen denn diese Idioten hier? Was meinst du mit Schlachtfeld? Ihr scheint mit Shinra auch ein Problem zu haben. Schließlich seid ihr bis hier hinaufgeklettert. Hört mir doch einfach einmal zu, was ich zu sagen habe. Ja, leg los. Das hören wir uns jetzt mal kurz an. Weißt du, was auf dem Gipfel des Berges ist? War da was? Ein großer Vogel. Der Reaktor und ein Kondor. Genau, auf dem Berg ist ein Kondor und ein Reaktor. Shinra scheint Gedanken nicht zu mögen, einen Kondor auf dem Reaktor zu haben. Mann, ist der Vogel groß. Aber warum wollen sie ihn mit Gewalt loswerden? Warum? Der Reaktor über uns scheint eine Art spezielle Materia zu enthalten. Und als der Kondor kam, hat Shinra schnell Truppen hergeschickt. Das Militär will den Kondor und alle Dorfbewohner von diesem Berg weghaben. Der Kondor brütet jetzt sein Ei aus, was nur alle paar Jahre geschieht. Wir wollen den Kondor vor Schaden beschützen. Neues Leben, ja. Ich mach's, ich schütze ihn vor Shinra. Wir beschützen also das Kondor-Ei. Leider können wir nicht selbst gegen Shinra kämpfen, deshalb haben wir Soldaten angeworben, die uns helfen sollen. Als unsere Gönner kannst du uns mit einer Spende helfen oder mit uns kämpfen. Was meinst du? Willst du dich unserem Kampf anschließen? Ja, was gibt's da zu überlegen? In Ordnung. Das machen wir. So. Diese angeworbenen Soldaten. Das ist genau der Punkt. Also wir können jetzt... Ich gehe noch ganz kurz einkaufen. Wir müssen nur durchhalten, ja. Kaufen, Material laden. Gut, da ist jetzt nichts Neues. Ja, genau. Und der andere hat, glaube ich, nur Objekte. Nur mal kurz einen Blick drauf werfen, ob wir da irgendwas brauchen können. Nö. Nichts, was wir nicht schon in Massen hätten. Ja, also diese Soldaten können wir finanziell unterstützen. Dadurch können wir neue Einheiten kaufen. Moment, da muss ich lang. Und mit diesen Einheiten kann man einen relativ komplexen, sehr, sehr langwierigen Kampf dann ausfechten. Das sparen wir uns. Wir werden das Ganze etwas anders machen. Die Strategie erläutern. Der Feind wird den Berg erklimmen und nach dem Reaktor suchen. Wir stellen Fallen auf und heuern Soldaten an, um das Gebiet zu verteidigen. Das ist alles, was wir haben. Dieses Dorf hat kein Geld. Selbst wenn wir kämpfen wollten, sind uns die Hände gebunden, weil wir pleite sind. Um einen Soldaten anzuheuern, brauchen wir 400 Gil. Um 20 Soldaten anzuheuern, brauchen wir 8000 Gil. Wir bitten euch deshalb, dass ihr euer eigenes Geld verwendet, um die Soldaten anzuheuern, Fallen zu kaufen und sie aufzustellen und die Befehle zu geben. Wenn ihr keine Zeit habt, möchten wir euch bitten, uns mit einer Spende auszuhelfen. Wenn ihr uns Geld spendet, können wir Soldaten anheuern und den Angriff von Shinra abwehren. Wir wissen, dass unsere Bitte egoistisch ist. Wir haben unsere Frauen und Kinder in ein anderes Dorf geschickt. Wir beugen uns unserem Schicksal. Fangen wir nochmal von vorne an. Falls der Feind in diese Hütte eindringt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen.
Nun, einmal zu verlieren ist nicht das Ende der Welt, aber wenn man immer wieder verliert, kann es gefährlich werden. Gibt es sonst irgendwelche Fragen? Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, worum es geht. Aber ich habe keine Fragen mehr. Deshalb, ja, die Vorbereitungen sind getroffen. Okay, bereit. Ich bin zwar jetzt nicht perfekt geheilt, aber das macht nichts. 10 Feindeinheiten mit vielen Ungeheuer darunter. Sende mir Angreifer aus. Okay, so. Und jetzt könnten wir Einheiten aufstellen. Aber was wir jetzt genau tun, das werde ich euch dann doch erst in der nächsten Folge zeigen. Und dann helfen wir Fort Condor und wir helfen, den Condor zu beschützen. Und dann erkläre ich euch, was es mit diesem Minigame auf sich hat, das wir komplett außen vor lassen werden. Macht's gut, bis dann. Tschüss.